Yo, hello guys und ein wundervolles und herzliches Willkommen hier aus Nürburg, hier vom Nürburgring. Ich freue mich wirklich mega, dass ihr heute eingeschaltet habt zu unserer kleinen Hotlap. Heute erkläre ich euch alle wichtigen Punkte der Strecke und natürlich, wenn wir ein bisschen rumcruisen und über das gestrige Wolfgang reden, abonniert gerne den Channel und lasst uns auch gerne Däumchen nach oben da für mehr. Dankeschön für die, in letzter Zukunft kam ziemlich gut an alles, also vielen Dank. Das Debüt gab es wirklich schon 1951 und natürlich die bekannteste, Strecke, eigentlich die grüne Hölle, die Nordschleife ist noch bekannter als der Nürburgring selbst, weil es ja da Mythen und so weiter drum gab, obwohl das seit 40 Jahren oder noch länger nicht gefahren wurde. 5,1 Kilometer Länge hat eine Strecke am Ring, die andere hat glaube ich 25 Kilometer. 60 Runden werden dort gefahren und ja, das ist schon, zieht sich auf jeden Fall in die Länge. 15 Kurven und davon sind 9 rechts und 6 links, also das ist sehr... Ja, ich will nicht sagen ausgeglichen, aber es sind viele Links-Rechts-Kombinationen, deswegen ist es da ziemlich okay. Die Distanz sind 308,623 Kilometer, also das ist schon okay. Die meisten Wins hatte hier unangefochten Michael Schumacher mit 5. Vettel den letzten, weil den habe ich auch genommen und Hamilton hat auch einmal gewonnen hier. Und hier haben wir nochmal DDS-Zonen. Es gibt eine nach Kurve 11 und eine dann wieder auf Start und Ziel nach Kurve 15. Wird ziemlich interessant werden, ob man hier gut überholen kann, keine Ahnung, schaut nicht so aus, aber wir starten hier trotzdem in unsere Hotlap rein. Es geht direkt, ich habe wieder mal in Forza alles rauskramen müssen, was ich so habe, weil ich, tut mir leid, aber ich hatte das einfach nirgendwo drauf, das Game, und deswegen gibt es wieder Forza 7, aber ich habe es auch in die Kommentare, ich habe es auch, glaube ich, als Game angegeben, dass es das Forza Game ist, also... Deswegen kann man mir da nichts sagen. Hier geht's in die erste Kurve. Die ist ein bisschen haarig, die ist echt weit offen und da kannst du wirklich weit rauskommen. Hier eher innen bleiben und beim Rausbeschleunigen, kannst du dich ein bisschen raustragen lassen. Würde ich mal sagen, ist ziemlich okay. Dann die zweite Kurve. Die ist auch tricky, weil die ist so ein kleiner Hügel und so ein kleiner Bergauf-Passage-Zeugs. Und da siehst du wirklich nicht richtig den Scheitelpunkt. Dann 3-4. Die dritte geht, aber die vierte ist Hölle, wirklich. Also die vierte, man sieht es ja, da kommst du einfach nicht, du siehst nichts. Da ist wieder so eine Kuppel und du siehst nichts, was dahinter kommt. Du musst aber trotzdem einlenken und das ist ein bisschen, irreführend, die Kurve. Wir sind mit Nico Hülkenberg unterwegs. Der konnte auch gestern, im Qualifying leider nicht das meiste reißen, aber ich drücke ihm fürs heutige Rennen auf jeden Fall die Daumen. 5-6, das ist so eine, die erste Links-Rechts-Kombination, 5 ist ein Links, dann kurz gerade und dann kommt rechts. Das ist, da brauchst du einen guten Exit und viel Schwung. Dann geht es ein bisschen geradeaus, noch kein DS hier, das ist noch ein bisschen zu kurz. Die Strecke ist cool, aber das Problem an der Strecke, finde ich, ist halt, du hast hier fast keine Überholmöglichkeiten. Hier, maybe, Kurve 7, Anfahrt Kurve 7, da könntest du vielleicht mit viel Mut reinstechen. Also hier nochmal, da Kurve 7, da kann man vielleicht reinstechen, wenn man gut rauskommt. Oder auch hier dann ran, sich ranpirschen. Und jetzt die beste Kurve, das Schumacher ist die 8. und 9. Kurve. Das ist eine Vollgas-Links-Rechts-Passage. Da bist du wirklich gut dran und dann geht's auf, eine kurze Geraden. Ich glaube, hier kann man auch gut rein überholen. Kurve 10 ist auch, ziemlich ordentlich. Da musst du aber rechts auch wieder aufpassen, weil da die Kurve hängt richtig nach rechts. Also die hat da richtig seit, die hängt da. Und bei der Exit auch wichtig, weil dann kannst du überholen. Hier ist DS angesagt. Der ganze Knick hier, dieser Vollgasknick hier und dann in die letzte Schikane hier rein. Die ist tricky und eng. Und da musst du echt die Curbs gut machen. Und vielleicht kann man dann auch hier, hier haben wir nochmal die Replay. Da, vielleicht kann man dann, wenn man hier rauskommt, ich wollte es euch nochmal zeigen hier, die Kurve ist wirklich tricky und da hast du vielleicht gute Chance, wenn du dich hier dran saugst, dass du dann hier in der letzten Kurve, wenn du dann einen guten Exit hast, dass man da hier gut überholen kann, dann hast du nämlich auch nochmal DS hier rechts. Die Kurve ist auch, das Game, wie gesagt, ist jetzt nicht gerade das Beste, um solche Sachen zu zeigen. Da kommt dann nochmal das DS und ich hoffe, die Hotlap hat euch gefallen. Wir werden jetzt noch kurz über das gestrige Rennen reden, beziehungsweise über das gestrige Qualifying reden und über das heutige Rennen und meine Prognosen, wer heute so gewinnen wird. Da kann ich euch nur mal nochmal kurz drauf aufmerksam machen. Schaut gerne auf TikTok vorbei und auch gerne auf Instagram und auch gerne auf Twitter, heute besonders, weil da habe ich mir wieder überlegt, ich werde ein bisschen mitschreiben, falls interessante Sachen passieren, werde ich dann meinen Senf dazugeben, falls ihr da Bock drauf habt, auf eine eigene Meinung, also schaut da gerne vorbei, weil die Kommentatoren auf ORF und RTL sind da sowieso grausam, also schaut da gerne vorbei. Und wie gesagt, gestern lief es ziemlich gut, Hülkenberg, ziemlich enttäuschend, aber er hatte nur 3 Runden und konnte sich da fast nicht drauf vorbereiten, also P20 mit nur 0,5 Sekunden Rückstand ist eigentlich okay dafür, dass er das Auto so gut wie nicht kannte und auch gesagt hat, die Lenkung
Das haben sie ein bisschen geändert, das hat sich geändert, obwohl das eigentlich ja nur 5 Rennen waren. Also kann man schon sagen, war okay. Ja, natürlich Bottas auf Pole, Hamilton auf 2, ganz knapp dahinter Verstappen. Habe ich mir auch anders gedacht, also ich dachte, dass die ein bisschen weiter weg sind, aber Verstappen richtig stark. Und ich glaube, den gönne ich, den würde ich auch heute den Win sagen. Also wenn er einen guten Start hat, kann der da auf jeden Fall Hamilton gleich beim Start überholen und vielleicht den Windschatten dann in die erste Kurve rein mit dem Harakiri-Manöver. Bottas, ich sag mal, Verstappen gewinnt, Hamilton wird zweiter und Bottas dritter. Also schreibt mir gerne mal euren Tipp in die Meinung und abonniert auch gerne, falls ihr neu seid hier. Vielen Dank fürs Zugucken. Schaut auch gerne auf Instagram und TikTok vorbei. Links sind alle unten in der Beschreibung. Und Twitter, wie gesagt, Live-Ticker jetzt. Also schaut da gerne vorbei. Und Dankeschön fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Später kommt noch das Mega-Season-Rennen. Da könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Und wir sehen uns dann hoffentlich morgen oder später nochmal bei einem anderen Video. Bis dahin und ciao.